Willkommen zum Angedaddelt von Super Dungeon Maker. In Klammern Fink's Awakening, weil es handelt sich hierbei um Demo des eigentlichen Spiels. Das Spiel erscheint erst irgendwann im Laufe des Oktobers, so wie ich das bisher verstanden habe. Und von daher schauen wir da jetzt einfach schon mal rein, was denn das ganze Spiel ist. So wie ich das bisher verstanden habe, soll es natürlich halt an The Legend of Zelda erinnern, was halt schon dem zu entnehmen ist, dass es halt auch heißt Fink's Awakening. Es ist ein Dungeon Maker und in dem Remake von Link's Awakening gab es ja quasi auch schon von Nintendo aus gesehen den ersten Versuch eines Dungeon Makers. Und der Super Dungeon Maker möchte hier wahrscheinlich nochmal einen draufsitzen und nochmal sein eigenes Ding probieren. Und da bin ich sehr gespannt darauf. Vor allem, weil mir halt jetzt schon der Pixel-Art-Look hier sehr gefällt. So, wir haben jetzt unseren ersten Gegner getötet, im Nebenraum eine Schlüssel gesammelt und mit dem versuchen wir jetzt hier voranzukommen. Da drüben kommen wir noch nicht hin, da können wir hier nur runterfallen, ganz toll. Wir gehen erstmal hier lang. Ich hoffe, die hier tötet mich nicht, die tötet mich nicht. Okay, dann gucken wir mal, wo und wie und wieso, weshalb, warum und so. Komm, öffne dich, die olle Muschel. Dankeschön. So. Und dann können wir vielleicht eventuell möglicherweise... Oh, ein Kaktus. Wir können hier eventuell weiter. Anscheinend gibt es ja noch keine Mechanik von wegen, ne? Du kannst auch Blöcke verschieben. Sonst hättest du da schon längst irgendwie was verschieben können. Da unten haben wir eine Truhe, da drüben ein Gegner. Ich öffne hier erstmal die Truhe, solange mich der Gegner hier nicht verfolgt. Der scheint da erstmal nur im Kreis zu laufen. So. Da haben wir ein Schild, das ich benutzen kann. Das klingt doch mal nicht verkehrt. Komm hier ran, das kann ich gegen den Gegner hier auch schon gut gebrauchen. Ja, der wirft nämlich seine Gabel. Hat so ein bisschen was von diesen roten Rittern aus A Link to the Past. Die halt dann auch ihre Forke geworfen haben. So, der Schalter hebt hier die Blöcke hoch und runter. Für Leute, die Zelda schon mal gespielt haben, ist das alles ein alter Hut. Aber für alle anderen gerne nochmal erklärt. Ey, sollst du ein Schild hochhalten. Das klappt noch nicht so ganz perfekt, wenn du halt irgendwie schnell umswitchen willst. Ja, ich sterbe hier gleich, wenn es hier so weitergeht. So. So, gibt es hier im Gras vielleicht mal irgendwo ein Herzchen zum Heilen? Es gibt ein Herzchen zum Heilen. Das ist ja schön. Okay. So, bisher hat es noch nicht sonderlich viel mit einem Dungeon Maker zu tun. Noch machen wir keinen Dungeon. Was haben wir jetzt gekriegt? Das hier. Das ist so ein Rolldingens. Okay. Aber ich denke mal, wir kriegen jetzt erstmal tutorialmäßig an den Kopf geklatscht, was wir denn eventuell hier für Dungeons mal zimmern könnten, eventuell. So, das heißt, ich kann jetzt ja rüber dodgen, ja? Okay. Okay. So, wir haben also keinen Sprung, wir haben ein Rüberrollen quasi. Was ist denn das hier für ein Kaktus? Melone, wie auch immer. So, guten Tag. Guten Tag. Okay. Er hat tot. Wir gehen hier weiter. Hier ist ein Pfeil mit Pfeil darunter. Dann fallen wir hier mal offensichtlich runter. Und wo landen wir? Hier. Irgendwo im Nirgendwo. Also ja, wir sind quasi hier, wo wir vorhin schon mal hätten sein sollen. Vorausgesetzt, man wäre darüber gekommen. Komm schon, geh auf, geh auf, geh auf. Der ist sichtlich unbeeindruckt von meinem geh auf, geh auf, geh auf. So, düsen wir hier mal rüber. Haben hier einen Schlüssel. Das war doof. So, gehen hier rüber. Und jetzt können wir, glaube ich, da unten die eine Treppe noch hoch. Ne? Hier können wir jetzt, glaube ich, nicht irgendwo hin, ne? Er macht zumindest keine Animation von wegen, versucht irgendwas zu schieben, unser kleines Hühnchen hier. So. Ich denke mal, auch in dem Vasen ist jetzt hier nichts Tolles drin. So, ist das hier irgendwas Wichtiges? Nein. Wäre auch nicht zerstören. Also sehr, sehr obstig hier. Oh, ich kann sogar über zwei Felder hinweg. Das ist ja schön. So, und gehen wir hier durch mit unseren neu bekommenen Schlüssel. So. Okay.
Okay. Warte. Kann ich mich auf die Dinger draufstellen? Nein, kann ich nicht. Ich werde da weggeschoben. Aber es hat irgendwie funktioniert. Okay. Nein, nicht runterfallen. Bist ein Tickchen zu nah dran gewesen. Das Ganze steuert sich hier auch mit einem Analogstick statt mit einem Steuerkreuz. Ich würde es ja lieber mit dem Steuerkreuz machen, aber geht nicht. Hier eine Demo noch nicht einstellbar. Ich weiß nicht, ob das dann halt im späteren Verlauf der Entwicklung, beziehungsweise wenn das Spiel dann da ist, anders gesteuert werden kann. Aber aktuell auf jeden Fall nicht. Gehen wir hier runter. Ach, guck, ach, jetzt schießen die auch auf mich, die Schweine. So, und da haben wir irgendeine Kugel. Hallo, Kugel. Okay, wir können jetzt den Dungeon beenden. Wir können auch zum Baumodus gehen. Wir gehen aber erstmal Exit Dungeon. Gucken wir mal, was dann passiert. Hier haben wir ein Schild. Kann ich das Schild benutzen? Nein? Okay. Hallo, andere Vögel. Wie wär's, wenn du anfängst mit diesen Raum etwas mehr Platz zu geben? Das Flur-Tool. Achso, das. Ja, das Raumwerkzeug. Unten am Bildschirm gibt dir ein Menü, mit dem du hier einiges anmalen kannst. Okay, ich wollte aber erstmal hier raus. Glaube ich. Ich wollte nämlich eigentlich einmal mit denen hier reden. Wusstest du, die Uralten konnten fliegen, indem sie einfach nur ihre Flügel zum Flattern brachten. Okay. Kann ich nicht auf Deutsch stellen, ne? Also das Spiel soll später auf jeden Fall auch auf Deutsch verfügbar sein, aber aktuell auf jeden Fall nicht. We used to have a pillow here for fun. Wir sollten hier eine Säule haben für Spaß. Irgendwie sowas. Willkommen zu Butchies Brigade Base. Also Vögelchen Brigadenbasis. Zumindest hoffen wir, wir haben eine Basis. Wir sind keine Baumeister so wie du. Willst du uns helfen, es zu beenden? Okay, dann gucken wir mal. Welchen Button muss ich drücken? Den hier? Okay. So. Dann lass mal schauen. Wie benutze ich denn das? Nicht so. Okay. Okay. So sieht das dann also aus, wenn wir unseren eigenen Dungeon hier bauen. Wir machen mal hier ordentlich Platz. Da haben die vielleicht auch Platz hier zum Vögelchen sein und so. Ich habe keine Ahnung. Kann ich die Größe davon einstellen? Ich kann hier auf jeden Fall ein bisschen rumrotieren, wie ich lustig bin. Guck mal. Gibt es noch weitere Bereiche und weitere Vögelchen. Die wir natürlich alle irgendwie miteinander connecten wollen, letztendlich. Wahrscheinlich so tutorialmäßig, damit einem erklärt wird, was hier wie und wo zu tun ist. So. Guck mal. Die sagen zwar, ich soll hier einen Raum dazwischen hauen, aber das will ich ja gar nicht. Was ist denn das hier? Das ist ein Durchgang. Okay. Hier kann ich habe keine Ahnung, was hinstellen. Geht hier aber gar nicht. Geht das an Wände? Nein, geht nicht. Okay. So, hier kann ich. Ich weiß nicht, was das ist. Achso, das ist hier irgendwie. So was. Das ist so ein Loch und das ist Wasser. Okay. Okay. So. Ach, herrje. Ach, herrje. Okay, also hier gibt es dann Treppen, hier gibt es Löcher zum Wegbomben. Und hier gibt es die Schlüsseltüren. So, baue das mal dahin. Ach, ist schon. Wo baue ich denn jetzt wieder Wände hin, damit ich hier das auch vernünftig machen kann? Warte mal. Geht hier nicht. Geht aber wirklich nicht. Ich weiß nicht wo. Davon verdammt viel. Kann ich hier nicht einfach nochmal zurückgehen und alles hier verwerfen oder sowas? Ich weiß nicht. Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier wieder jederzeit rein.
und alles umbauen, so wie ich lustig bin. Okay, wie ich jetzt aber hier die Mauer wieder wegkriege, ist mir noch so ein kleines Rätsel. Aber ich kann hier weitere NPCs hinbauen. Das ist grundsätzlich interessant. Okay. Ich weiß noch nicht, was das für einen tieferen Sinn hat, aber ich kann es machen. So, baue das mal dahin. Natürlich macht es keinen Sinn, dass jetzt hier die Tür ist. Ups, okay. Ne, das wollte ich nicht. Mach mal. Das hier geht nicht. Wo ist denn... Oh Gott! Okay. Okay, das ist interessant. Das ist wirklich interessant, was du hier überall machen kannst. Natürlich, ne? Es ist der erste Dungeon. Das heißt, du machst ihn erstmal, ne? Ganz komisch, ganz merkwürdig. Hier kannst du jetzt auch Gegner hin platzieren. Sonderlich viele Gegner sind es aktuell in der Demo noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, was daraus dann halt irgendwie mal wird. So, wenn ich jetzt hier eine Kiste platziere mit einem Schlüssel, kann ich den da reinsetzen? Nein. Was das andere alles ist, ich habe keine Ahnung. Das eine hätte ich mir vorstellen können, das wäre noch irgendwie eine Bombe gewesen oder so. Licht können wir auch bauen. Hier zum Beispiel, zack, haben wir hier ein Licht. Nur mal so als Beispiel. So, und das andere alles für halt spätere Etagen und so. Okay. Was ist mit dir? Wusstest du schon, du kannst die Musiklautstärke im Pausenmenü regulieren. Cool. Eischleime mögen es nicht, angepokt zu werden. Und dann schreiten sie weiter fort, um sich in Muscheln zu verstecken. Okay. Hier sind die Löcher in den Dungeons, welche in die unteren Ebenen führen können. Mit dir kann ich nicht reden, weil ich die Mauer darunter nicht weggemacht habe. So. Oh, er ist gefangen im Treibsand. Schnell! Bau einen anderen Flur, einen anderen Boden. Du kannst zwischen den Böden hin und her switchen im Flur. Tool, Gedöns. Okay. Wir würden hier gerne eine Tür haben. Und noch eine andere. Okay, wir machen mal hier die Tür auf. Okay, ist eine Truhe mit ohne was. Das heißt, wenn ich mir jetzt. Nur mal so theoretisch ist jetzt hier, ne, in der Demo natürlich halt auch so ein anderes Ding. Wenn ich mir jetzt hier einfach einen Schlüssel hinsetze. So, habe ich hier einen Schlüssel. Macht jetzt natürlich jetzt gerade keinen Sinn, ist wahrscheinlich auch gar nicht so gedacht. So, jetzt habe ich Bomben. Wahrscheinlich auch unendlich Fach. So, damit kann ich jetzt hier überall hin. Wie toll. Okay. Einfach nur, ne, ganz grob erklärt, wie hier der Dungeon Maker dann irgendwie mal aussieht. Ah, ich wollte, dass dieser Raum ganz toll ist und ganz toll dekoriert und dann habe ich hier vielleicht zu viel reingemacht. Du kannst hier aber auch ganz viel einfach entfernen. Wenn ich wüsste, wie. So. Okay. Muss ich also mit dem Mauszeiger halt draufgehen und dann löschen. Okay. Warte, ist hier. Dieser Raum wird sich erst wieder öffnen, wenn die Gegner besiegt sind. Okay. Ich kann auch einfach Gegner löschen. Dann habe ich nur einen Gegner. Muha. Das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So, lass mal den Boden nehmen. Okay.
Okay. Die Taste. Warte, was ist das da? Diese Schrift da unten, weißt du? Scroll Wheel. Ah ja. Ich hab keine Ahnung. Und da. Bitte warten. Ach, der sagt es sogar, ne? Kümmere dich um die Gegner, egal ob mit deinem Schwert oder mit deinen Bauskills. Okay. Na toll. Ich muss hier mal was löschen. Sonst komme ich da nicht durch. Klingt komisch, ist aber so. Ich brauche einen Schlüssel. Das ist jetzt bestimmt nicht so gewollt, wie ich mir das jetzt hier gerade zusammenzimmer. Sind wir uns ganz ehrlich? Ja, ganz einig, meine ich. So, egal. Hier ist ein Schlüssel. Aber ist ja auch egal. Es funktioniert jetzt irgendwie. Kann ich mehr als einen Schlüssel haben? Kann ich. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen raus, gucken mal, was hier sonst so ist und gucken uns vielleicht auch mal die einen oder anderen Dungeon an, sofern ich denn da Zugriff habe auf Dungeons, die von anderen Menschen kreiert wurden. Ja, komm, lass mal die Änderung speichern. Ja. Also muss ich den mal safe. Okay. Okay. Wusstest du schon? Achso. Ja, gut, das hatten wir. Da ist der Spielgrund. Hier ist Dungeon Building. Was gibt's denn hier bei Hinfarm? Create New, annehmen Dungeon. Achso, das ist der, den wir gerade gemacht haben. Okay. Wahrscheinlich gibt es auch Ziele, ne, wie man dann irgendwie einen Dungeon mal kreieren soll und sowas. Dungeon? Expedia! Okay. Ach, das ist dann die Suche. Okay, da gehen wir auch gleich definitiv mal rein. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Weil man weiß ja nie, ne? Wusstest du schon? Du kannst die farbigen Barrieren mit einem Switch kontrollieren. Da kann ich nicht rein. Dungeon of Trees. Okay. Okay. Unten komme ich, glaube ich, gar nicht so richtig hin. Würde gerne irgendwie schneller laufen können, aber das kann ich nicht. Dungeon of Torches. Also es gibt hier noch weitere eigene Dungeons. Aber wie gesagt, für jetzt hier im Angedeitet will ich auf jeden Fall nochmal ein erstelltes Dungeon halt angucken. Ah, komm. Jetzt haben wir unsere Rolle, die jetzt aber auch nicht sonderlich viel schneller ist. Ja. Hier kann ich auch nicht rein. Also in die Häuser überall kann ich aktuell noch nicht rein. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn jetzt das Spiel veröffentlicht wird, ob das jetzt Early Access Version oder ob es komplett fertig ist. Ich weiß es nicht. Wusstest du schon? Du kannst den Angriff gedrückt halten für Spinning Attack. Bam. Was das angeht, funktioniert's. Okay. Dann gucken wir uns mal die Expedia an. Weil wegen, warum nicht? Online Dungeons. So. Kann man das nach irgendwas sortieren? Will man das nach irgendwas sortieren? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Wäre schön, wenn da drüber stehen würde, was das genau bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Sind das die brandaktuellen Dinger? Ja, wir machen mal eins davon. Oder ihr. Ah. Ich habe mich mal probiert, etwas Cooles zu bauen. Viel Spaß damit. Okay. Ja, gucken wir mal, wie cool es denn wirklich ist. Wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich raus, ne? Ja, okay. Wollte ich ja nur mal austesten. So, probieren wir es nochmal. Da muss ich klicken. Bisschen verwirrend. Dass es nicht einfach über den Play-Button halt geht, aber gut. Bitte warten. Können wir auch vorstellen, dass es halt wie bei dem Super Mario Maker dann irgendwann zu täglichen Challenges kommt und all sowas. Also man kann daraus sehr viel theoretisch machen. Ob man das dann letztendlich macht, ist so ein anderes Ding. So.
Ich wollte schon sagen, da hat sich doch einer versteckt hier. Okay. Okay, ich kann nicht testen, ob da die Wand irgendwie bebombbar ist. Aber ich habe auch keine Bombe. Keine Bombe ist auch keine Lösung. So. Bleib doch mal hier stehen. Dankeschön. Aua. Aua. Okay. Da ist ein Crack in the Wall. Das heißt, da kann ich wahrscheinlich einmal die Bombe verwenden. Bitte warten. So. Sonst habe ich hier aber tatsächlich nicht ganz so viel, was ich machen kann. Das heißt, wir gehen erstmal die andere Richtung lang. Die Herzen bleiben auch sehr lange liegen. Wahrscheinlich sogar bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So, gehen wir weg. Nicht zu mir schieben hier. Da. Oh, jetzt kommt der Kaktus da raus, ey. So eine Kaktussi. So, der ist weg. Der Kaktus auch. Okay. Bin ich beinahe in die Stacheln reingelaufen. Keine Herzen für mich. So, wir haben einen Schlüssel. Und unser Schild. Wir müssen wohl wirklich für jeden Dungeon wieder neu unsere ganzen Items finden. Ob das langfristig so gewollt ist, weiß ich nicht. Aua. Aber wie soll man sonst halt groß gestalten, ne? So, mit dem Schlüssel gehen wir jetzt wohin? Ich weiß es nicht. So, rüber dodgen ist nicht. Weil mangels Zeug. War hier noch irgendwo eine abgeschlossene Tür? Da unten. Okay. Wow, ach ja, der Lasertyp. Yeah, aua. Aua. Alter, der dreht sich aber auch schnell. Gefallen hier. Aber meines Erachtens nach dreht sich der Typ da viel zu schnell. Was nicht am Map-Ersteller liegt, glaube ich. Sondern tatsächlich am Spiel und sich. Ah, okay, hier bin ich dann safe. Weil halt die Blöcke davor sind. Okay. So, jetzt haben wir eine Bombe. Oh, warum bist du denn jetzt runtergefallen? So. Nein, ich muss da durch. Oh. So, haben wir hier vielleicht nochmal irgendwo ein schönes Herzchen? Ich hab doch schon so viel Leben verloren. Ich habe auf jeden Fall eine Bombe. Mit der Bombe kann ich auf jeden Fall hier gleich durch. Ich muss nur kurz... Aber gibt's nicht. Es gibt kein Herz für Mammut. Wahrlich bedauerlich, aber was willst du machen? So, gucken wir mal hier. Und einmal spielen wir hier Bomberman. Hätte sein können, aber nein, es gibt nur hier was. So, hier gibt es einen Schalter. Und ein Herz. Für Mammut.
So, mit dem Schalter können wir jetzt an einer Stelle auf jeden Fall hier weiter. So, da vorne liegt ein Item, das wir haben wollen. Den wir dann über Schluchten rüber dodgen können. Aber kein weiteres Herz. Zu schade. So. Dafür liegen hier ein paar. So, in den Kisten war jetzt einmal ein Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir hier gleich mal gucken. Nur mal gucken, ob da vielleicht auch was ist. Aber ist nicht. Schade, es sah wirklich so aus. Aber wahrscheinlich kann man keine versteckten Wände irgendwie in der Hinsicht machen. Hier können wir jetzt rein. So. Ich wäre aber auch Schläge, oder halt die Gabeln zumindest hier mit meinem aufgeladenen Schlag ab. Also mit der Klinge an sich. Geh weg! Was ganz cool ist eigentlich. Geh weg! Geh mehr weg! Geh mehr Weg statt ein Weg. So, der ist weg. Es fehlt hier immer noch ein Schlüssel. Ja, das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo wir jetzt eventuell nochmal Schlüssel kriegen. Und wahrscheinlich ist das hier. Siehst du? Ich hatte recht. Also, man konnte tatsächlich nicht einfach so den Dungeon abkürzen. Das heißt, das ist schon mal gut überdacht. Da unten ist noch eine Kiste. Mit... Ich weiß nicht, was drin war. Aber es war was drin. So. Okay. Ich konnte mich hier rüber glitschen über so einen schmalen Abgrund, in dem ich einfach ein bisschen Schaden kriege. Was wahrscheinlich nicht so gewollt ist vom Entwickler. Aber es hat funktioniert. Nö, lass ihn dann. 5000 Gegner später. Aua. So, die sind weg. Der ist weg. Hier schon mal eine Bombe legen, man weiß ja nie. Okay. Und da haben wir das goldene Ei. Yay! Okay. Wir können jetzt zu Build-Mode übergehen und selber an dem ganzen Ding arbeiten. Da vorne liegen diese komischen Flossen noch. Wofür auch immer. Wahrscheinlich damit du über Wasser dann rübergehen kannst. Die habe ich jetzt natürlich nicht eingesammelt. Aber ja. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich hier... Was? Ich wurde gefunden. Ich habe einst eine Legende gehört. Wenn du alle 7 speziellen Eier findest, dann kannst du Henlong beschwören. Nicht Shenlong, nein, es ist die Henlong. Er ist ein legendärer Hühnerdrachen, der dir einen Wunsch erfüllen kann. Okay, das ist cool. Ja, ich bin gespannt, was aus dem Spiel dann wird, wenn es dann tatsächlich mal das Licht des Tages erblickt. Ja. Es scheint auf jeden Fall ein Spiel zu sein, an dem ich sehr viel Spaß hätte. Aber also ich weiß natürlich halt nicht, ne, inwiefern halt sämtliche Kniffe halt in das fertige Spiel dann noch fertiggestellt wurden, wie zum Beispiel halt, dass du über Schluchten drüber glitschen kannst oder sowas. Aber ich bin auch sehr gespannt darauf, was dann andere findige Leute aus diesem Spiel dann rauszaubern. So. Ich würde sagen, fürs Angedeihte haben wir jetzt hier schon genug reingeguckt und wir gucken uns bestimmt das fertige Spiel dann mal an. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Ich denke schon. Bis dahin aber erstmal. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.